Wir treffen Tanja Frank und Thomas Zajac in Wien, Österreichs einzige Medaillengewinner in Rio. Schön langsam können sie ihren Erfolg realisieren. Manchmal erschreckt es mich auch, wenn ich so auf Facebook sehe, weiß ich nicht, Olympic Medalist, denke ich mir so, wow. ja, es fühlt sich schon noch unecht an. Doch nicht nur das Rennen und die Siegerehrung bleiben in Erinnerung, auch die Feier im Österreichhaus. Ja, es war gewaltig. Wir waren ja öfters im Österreichhaus davor mal essen und wo wir dann die Medaille gemacht haben und empfangen worden sind, ist der Laden explodiert. Also die Leute haben extrem mit uns mitgefeiert und es hat uns sehr getaugt. Die Bronzemedaille, der Lohn für die Strapazen. Ich meine, gerade Segeln ist halt ein sehr kostenaufwendiger Sport, sag ich mal. Wir brauchen 4 bis 5 Boote, weil wir eins in Rio hatten oder eigentlich 2 in Rio hatten. Eins im Container durch die Welt schicken, eines in Europa selber hatten, mit dem wir rumgefahren sind. Aber ich glaube, dass das halt vielen Leuten noch gar nicht so bewusst ist. Und wir trainieren ja auch nie in Österreich, wir trainieren immer nur im Ausland und das sind halt die Reisekosten natürlich auch sehr hoch. Und natürlich, wir ordnen dem Sport alles unter. Also wir sind 250 Tage im Jahr unterwegs. Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Nun ist die Zeit gekommen, in der Tanja Frank und Thomas Zajac genießen können.